Hallo Freunde, ich bin Lonwolf und willkommen bei World of Tanks. Ja Freunde, ein kleines Special ist auch mein wieder Zeit für ein kleines Special. 200. Folge. Juhu, ich habe mir überlegt, was ich bei 200. Folge mache. Und zwar Freunde, ich werde euch die Garage mal zeigen, welche Panzer dazugekommen sind und welche noch kommen werden. Demnächst. Also, was ihr noch auf meinem Kanal erleben wird. Und zwar Freunde, wir fangen an mit unseren die dazukommen werden. Und zwar demnächst. Und zwar in diesem Jahr noch. Wir fangen an mit Japaner. Denn bei den Japanern ist bei mir Chino freigespielt. Aber da fehlt mir ein bisschen Geld. Ne? Also man sieht. Aber den Chino macht noch einer streitig. Und zwar der Chinese. Denn hier habe ich bei dem Tank 5916. Seht ihr selbst. Fast alles freigespielt, Freunde. Und deswegen überlege ich mir, ob Chino oder der 5916er als erstes bei mir auftauchen. Ja? Also die zwei auf jeden Fall. Dann der Brite, Freunde. Bei den Briten, ihr habt es gesehen bestimmt, dass ich keinen Comet stehen habe. Ja, dem habe ich einfach verkauft. Ich brauchte das Geld. Aber guck mal das an. Bei dem Comet fehlt nur noch 8000 und dann kommt der nächste. Ich überlege mir, ob ich 8000 einfach oben einsammle, also hier oben, und dann brauche ich keinen Comet mehr zu holen, sondern gleich den nächsten. Ja, also dann, wir gucken mal bei den Franzosen, was bei unseren Franzosen so los ist. Also ich habe bis jetzt diesen Jagdpanzer. Wie sieht gar nicht mal den Motor, letzten Motor erforscht und die Ketten. Der Grund ist folgendes, 15.000 noch, Freunde, die will ich unbedingt so schnell wie möglich einsammeln, damit ich diesen nächsten Jagdpanzer fahren kann, denn der soll ziemlich gut sein. Und ja, dann, Freunde, die Amis, was erwartet uns bei den Amis? Bei den Amis ist leider so wie es ist. Also so wie es noch geblieben ist. Aber ich habe eine kleine Überraschung für euch bei den Amis, ja? Die werdet ihr gleich erleben, also nachdem wir mal hier durch sind. So, folgendes. Immer noch der Ferdinand wartet seine Stunde, bis er wieder zurück ist. Aber da warte ich noch, bis er vielleicht ein Angebot ist, damit ich ihn holen kann. Ja, der Ferdinand steht schon bereit. Aber nicht nur der Ferdinand, Freunde. Ich habe den Heavy durchgespielt. Also eine Reihe von Heavy durchgespielt. Jahrhundert steht schon und wartet. Aber 6 Millionen sind halt ein bisschen zu viel zu sammeln. Aber ich werde mich Mühe geben und dem wieder zurückholen. Beziehungsweise, was heißt wieder? Dem mal zurückholen. Bei den Russen ist eigentlich alles so wie es ist. Sehr viel brauche ich noch bis zum letzten Jagdpanzer. Ich habe die eine schon durchgespielt, die Reihe, wo ich mit ihr 7, ja. Und da fehlt mir noch bis zum nächsten, fehlt mir 80.000, also sehr viel. Aber was bei den Russen noch wartet, das ist die Artisu 14-2. Die wartet und die werde ich irgendwann mal auch zurückholen. Natürlich, weil die will ich einfach nur fahren, weil wenn sie so gut ist wie der Vorgänger, der mich gefahren hat und der hat die gleiche Gun, dann muss er einfach bei mir landen und ich will endlich mal zu den Tier 10er durchspielen, denn der Tier 10er von den Russen ist der beste Tier 10er Arti. Ja, ihr könnt jetzt sagen, was ihr wollt, aber dieser Arti ladet am schnellsten, dieser Arti ist am genauesten und dieser Arti macht Schaden. Deswegen Artis einfach ein Muss. So, jetzt gucken wir, was ich jetzt schon in der Garage stehen habe. Und Freunde, bei den Russen ist genauso geblieben, wie es ist. Ja, also abgesehen von meinen KV-4, den ihr schon kennt, ist genauso. Bei den deutschen Freunden ist bei mir der nächste Jagdpanzer nach dem Nashorn, der Sture Emil, steht in den Startlöchern. Ich sammle noch auf der Gun und dann ist
seine Stunde aufgeschlagen. Der muss dann raus und uns zeigen, was er kann. Dann, Freunde, meine Gewehr Panther steht noch, also ihr kennt sie, aber Freunde, guckt mal das an. Hier fehlt auch nicht gerade sehr viel, ja? Also hier fehlen noch knapp 10.000. Dann ist die nächste Arte auch mal in den Startlöchern für euch, wird dann gezeigt, was er kann. So, bei den Amis, was habe ich denn hier neu? Bei den Amis zeige ich euch erstmal den T-30er. Der ist endlich voll ausgebaut. Endlich kann er euch zeigen, was er kann. Und nach dieser Folge wird er euch zeigen, was er kann. Aber natürlich nicht gleich. Also da habe ich was nach dieser Folge für euch was anderes. Und ich werde später dazu kommen, was. Dann, wir haben, wie ihr seht, ich habe meinen M12 wieder. Juhu, ja, die wird auch euch gezeigt mit ihrer neuen Gun, wie bei den GW Panther, der hat auch neue Gun bekommen. So, Freunde, weiter geht's bei den Franzosen. Ihr seht, Freunde, ich habe auch hier meine Arti zur Region. Auch hier wird sie mit neuer Gun euch gezeigt. Und, Freunde, die Arti hat am meisten gelitten. Ich werde euch dann in der Folge, wo ich euch diese Arti zeige, mal erzählen, wieso. Aber jetzt kommen wir zu den größten Überraschungen, Freunde. Und zwar, ihr seht, AT7. Vollkommen ausgebaut, Freunde. Ich habe geschafft, diese Jagdpanzer auch vollkommen auszubauen. Und diese Überraschung wird nach dieser Folge rauskommen. So, Freunde, jetzt zeige ich euch zwei Mädchen. Und zwar, wie gesagt, ich wollte nicht so dick auftragen, weil auch mit den Mädchen nicht so. Und ich habe mir dann ausgewählt zwei kleinsten Premium-Tanks, die ich habe. Und zwar Tier-6er. Einmal der dicke Max und einmal die Zu-100Y. Ich hoffe, diese Mädchen werden euch gefallen. Ich hoffe, diese Folge wird euch gefallen. Und ja. Am Ende will ich in der Garage noch bei euch bedanken, diejenigen, die mich die ganze Zeit unterstützt haben und diejenigen, die bei mir diese 200 Folgen eingeschaut haben, für die Daumen hoch, für die Kommentare, für alles andere. Vielen Dank, Freunde. Und dazu noch will ich noch sagen, für die neuen Abonnenten, die dazugekommen sind, vielen Dank. Ohne euch hätte ich seit langem schon aufgegeben, wie ich schon bereits erwähnt habe. Aber ihr habt mir die Kraft gegeben. Und ja, jetzt kommen wir zu den Spielen. Genug gequasselt. Jetzt kommen wir zu den Menschen, die ihr schon bereits sehnsüchtig erwartet. Ich wünsche euch viel Spaß und ich sag's nur, Film ab. Willkommen auf die Klippe, Freunde. Jeweils ein, zwei, Atis, Tier 6, meinte ich, bin mit 200 Y unterwegs. Und ja, mal gucken, was wir hier packen werden.
Müssen zurück. Die sind alle unten. Shit, daneben geschossen. Komm schon, nein. So, Freunde, ich hoffe, diese kleine Nöte hat euch gefallen. Ja. Suchhunde ist immer noch der Hammer. Ja, Freunde. Ich fahre gerne mit diesem Jagdpanzer. Ich muss sagen, der ist immer noch das, was er mal war. Absoluter Hammer. Mal gucken, was wir hier eingerichtet haben. Ja, vierter Platz, per Schaden zwar nicht viel, aber 3 Kills als Jagdpanzer, okay, Tier 6er, klar. Aber ich muss sagen, ich bin der Kills fast genauso gut wie der T49. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, zum nächsten Mal. Tschüss. Tier 6er mit LKLUF. Ich bin mit meinem dicken Max unterwegs. Ja, mal gucken, was wir erreichen können. Denn wir haben jede Menge Jagdpanzer, kaum Tanks und auch mal, ja, ohne Artis. Das ist schon mal eine gute Sache. Ihr seht, es scout hier ein wenig aus.
voll durch die Panzerung ginge. Durch Stuck, wie durch Butter. Tut mir leid, Freunde, aber ich konzentriere mich immer besser, wenn ich ruhig bin. Also, wenn ich rede, weil reden und konzentrieren auf das Mädchen ist halt schwieriger. Ich hab's gewusst. Der ging voll durch die Panzerung. Was getroffen? Ich hätte getroffen. So, jetzt laden wir mal nach. Scheiße. Schade, ich habe ihn nicht treffen können, also killen sozusagen. Okay, ich helfe mal auf die Seite. Die Sponsorung. Erwischt. Da ist ein Mörder reingeschossen. Finde ich nicht so prickelnd. Ich habe noch Panzerbrecher sehr wenig. Sehr eingespanntes Match. Meiner Meinung. Wir haben nicht gewonnen. Gucken. Ja. Schalte mal auf Goldmonitor um.
So. Das AT7. Ja, AT8 ist sehr schweres Tank. Weil, deswegen habe ich auch Goldmunition gestellt, weil da sehr gute Panzerung. Und dem kann man nur mit Schwachstellen besiegen. Also wenn man in Schwachstellen reinschießt. Shit. Jawohl, in der Schwachstelle reingezogen. Jawohl. Gefällt mir das, was ich jetzt mache. Also. Okay, dann kriege ich nicht mehr. So, Freunde, ich hoffe, diese Folge wird euch gefallen. Und ja, ich hoffe, die Folge hat Spaß gemacht, so zu schauen. Und ja, mal gucken, was wir gemacht haben. Leider nicht sehr viel Kills, aber zweite Klasse erreicht. Und ja, mal gucken. Geld 8000 bekommen, 1700 Schaden. Ich bin auf dem ersten Platz. Also Freunde, kann man nicht meckern. Und ja, unsere KW2 zum Beispiel hat ein 129 gemacht. Dabei, wenn der mit der Gun mit 125 war, hätte er mehr machen können. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.